So, da sind wir auch schon wieder, Leute. Na, erste Folge war schon am Start. Hier ist die zweite. Wir waren gerade dabei, die Kapelle zu planen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nee. Ich denke, wenn, müssen wir die da am Ende machen. 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Mathe mit Johnny. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ja, so einfach kann es gehen. Einfach vor allem, ne? War sehr einfach. So, da ziehen wir hier wieder die Straßen nach. Oh, hoffentlich war die jetzt richtig, sonst habe ich wieder so viel Geld verschwendet. Ja, ich konnte jetzt euren Kommentar zur ersten Folge noch nicht lesen, aber ich hoffe einfach, dass es euch gefallen hat. Und ja, ich habe eben, ich mache so eine ganz kurze Pause zwischen den Runden. Und ich habe eben überlegt, wie lange ich das wohl mache und was mein Ziel wird. Und ehrlich gesagt, I don't know. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Vielleicht wisst ihr, was das Ende sein sollte. Ich habe ja auch aktuell kein Holz. Naja, ganz gut, dass ich die Holzfäller nicht abgerissen habe. Aber die brauche ich am Anfang dann doch ein bisschen mehr, als ich vielleicht die Hoffnung hatte. Wobei ich jetzt natürlich auch gut gespammt habe, ne? Ich meine, ich laufe hier mit 9 oder 22 Bauern rum. Ich glaube, das ist ein bisschen viel. Das steigt nicht. Ich habe das Gefühl, ich brauche noch mehr Fisch. Hinten könnte ich noch 2 machen. Und hier oben natürlich noch, aber da weiß ich noch nicht genau, was ich da machen will. Tricky. Wir hauen jetzt hier auch nochmal rein. Meine Sorge war quasi, dass das Most nicht ausreicht. Und ich würde deswegen für ein bisschen mehr Most sorgen. Andererseits 7 unterwegs. 14 da. 15 da sogar. Wir haben jetzt die ersten Burger. Könnt ihr allerdings nicht ausbauen, weil ich gerade das Holz weggenommen habe. Yeah, I'm a genius. So, 4 von 5. Sofort abgeholt. So, dann einmal hier. Ach so, nee, du musst gerade noch. Ja, nee. So, ja, und jetzt. Nee, da, ja, der Handelsweg. Danke. So, da geht der Handelsweg weiter. Ich will mal wieder ein paar Inseln hier erkunden. Ich glaube, da oben ist interessanter. Ah, vorbei, hier ist eigentlich auch interessant für mich. Ja, wie gesagt, wir werden hier noch ein langfristig auf jeden Fall noch mehr machen, aber ich glaube, für den Anfang sollte es reichen. Ich meine, ich kann hier noch einen bauen. Kriege ich den voll? Sollte ich. Also ich kriege den auf jeden Fall voll. Die Frage ist, ob ich den nächsten dann auch voll kriege, aber ich denke schon. Dadurch habe ich jetzt einfach einen mehr hier. Soll ich sogar 2 mehr? Komm, wir machen 2 mehr. Ich glaube, es ist ein bisschen wasted, aber verzeiht es mir, Leute. Achso, hier muss ja noch. Kommt hier noch ein dritter hin? Aber das sollte auch klar gehen. Das sieht cool aus. So, da haben wir die beiden. Ja, das geht auf jeden Fall klar. Oh, hier war. Die Bevölkerung eines Mitspielers hat die nächste Zivilisation. Die ist schon auf Patrizia. Okay, krass. Wird für mich natürlich Zeit, dass ich mal auf Bürger gehe. Ein bisschen delayed. But better late than never, I guess. Wo habe ich Steine? Ich glaube, ich habe einen direkt vor meiner Haustür. Ja. Da war ich ein bisschen. Bisschen derpy-derp. Beim Aufbau einer Siedlung macht dir keiner was vor. Eine erstaunliche. Dass die mal gratuliert, obwohl sie schon Patrizia hat, wirkt ein bisschen wie BM. Aber wahrscheinlich ist es kein BM, sondern vor der. Wir sind auf dem rechten Pfad. Da freue ich mich ja sehr, ne? Das bedeutet mir natürlich eine ganze Menge. So, hier haben wir. Die Speicherung schockt mich immer kurz, weil ich immer kurz Sorge habe, dass weg ist. Meine Facecam. War nicht gut. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ich glaube, hier ist sie jetzt besser. Ah, sorry. Ich hatte es voll gar nicht geguckt, ich Idiot. Ich weiß irgendwie, aus der letzten Arno-Session hatte ich noch ein OBS-Overlay. Aber scheinbar war das ein bisschen derb. Ach, weißt du was, komm, fahr nochmal kurz zurück. Hol mal gerade das Zeug wieder rein. So, fahr da jetzt einmal rüber da. Mach deinen Job. Hier oben scheinen ein paar Mitspieler zu sein, das ist ganz cool.
Es gibt ja noch die eine weitere freundliche KI quasi, die ich auch noch finden muss. Ich weiß gar nicht, wie viele brauche ich nochmal für. Warte mal, wie viele passen hier rein? 15. Ich habe 16 Bürgerhäuser. Mal 15. Wie viel brauche ich für das? 42, ja, guess what? That's perfect. Nice. Most geht ein bisschen runter, aber ich habe das. Schiffe beliefern euch gern. Wo ist mein. Achso, der ist ja schon da. Okay, wahrscheinlich sollte ich trotzdem noch ein Fischerdorf. Fischerding hier bauen. Die Rufe venezianischer Gondolier. Na, guck mal da. Haben wir es doch gefunden. Die Karten werden neu gemischt. Okay, er hat mich einfach mal ausgelacht. Vielleicht werde ich ihn dafür irgendwann töten. Hängt natürlich davon ab, wie es verläuft, ne? Aber ganz ehrlich, habe ich den noch nie angegriffen, glaube ich. Ich glaube, es ist auch nicht so sinnig. So, nochmal ein Fischer mehr. Ich weiß nicht, ob das den großen Unterschied macht. Nicht mehr lang. Das hier ärgert mich, weil der hier ist nicht im Glauben drin. Das heißt, wenn ich jetzt aufsteigen lasse, sieht das da hässlich aus, weil ein Dorf des Blocks nicht aufgestiegen ist. Das heißt, wir machen erstmal nur die, wo man die Blöcke auch aufsteigen lassen kann. Ach, ich Idiot. Ich wollte auch nicht mehr aufsteigen lassen, um sofort die Werkzeugschmiede zu machen. Ach, manchmal. Manchmal könnte ich mir selber in den Popo beißen, naja. Aber netterweise hat er 25 Werkzeuge hier rumfliegen. Was natürlich sehr cool ist. Wo bist du nochmal? Hier unten? Ah, der Weg da wäre ein bisschen weit. Mal gucken, ob das fischmäßig reicht. Das sagt immer noch, dass sich das Lager leert. Wir beobachten das mal ein bisschen. Gar nicht so bad aus. Könnte natürlich auch noch auf der anderen Siedlung ein bisschen Fisch produzieren. But it's not needed, I guess. Wenn ich die drei Werkzeuge habe, werde ich auf jeden Fall mal kurz das Ding da erweitern. Damit ich mehr Lagerkapazitäten habe. Ihr habt ein gutes Händchen bewiesen beim Ausbau eurer Siedlung. Oh, ja, da habe ich nochmal extra Ruhm bekommen. Ich glaube, ich kann damit gleich nochmal ein bisschen mehr machen. Übrigens überlege ich gerade, ob es sich lohnt, hier einen zweiten Hafenbereich zu machen. Da bin ich das eigentlich beides recht nah dran. Ja, da ist schon mal die sind schon alle bei Patrizia, ne? Ich bin echt ein bisschen langsam heute. So, mein einziges Eisenvorkommen liegt halt wirklich komplett katastrophal am Hintern der Welt. So, wir haben mal gerade das ausgebaut, damit zumindest das Holz gerade mal weiter verarbeitet werden kann. Ja, ich meine, das hier wird halt so oder so hässlich, Leute. Da kann ich leider nichts gegen machen. Aber so wird es, glaube ich, am wenigsten hässlich. Wobei da unten. Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Warte mal. Ne, ich kriege das Steinvorkommen da nicht auch noch mit rein. Also ich krieg's schon, aber dann kann ich ja halt keinen vernünftigen Weg bauen. Andererseits ist es da halt so oder so hässlich, ne? Ach komm. Man muss auch mal zu der Hässlichkeit des Landes stehen, ne? Das heißt, wir machen hier eine Kurve. Hier wieder eine Kurve. Und hier ziehen wir durch. So, dann können wir hier eine Eisending bauen. Bauen hier eine. Ist das doof, wenn ich das zumache? Ich weiß es gar nicht. Müsste eigentlich nicht schlimm sein. So, und das kann zwei Werkzeugschmieden betreuen. Bauen wir hier gerade nochmal ein Steinmetz hin. Und da brauchen wir noch einen von dem hier. Für den brauchen wir auch die Steine. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Holzförderhütte. Ja, okay, die müssen gerade alle so ein bisschen kurz mal durch die Hose atmen. Hier werden wir gleich die Kohle produzieren. Das ist nicht der schönste Ort, aber es ist eh eher vorübergehend. Irgendwann kann ich ja die Kohle-Dings machen. Ich könnte auch in der Zeit übrigens die ganze Zeit den Bauern verbieten, das Zeug zu süffeln, weil ich sie eh nicht upgraden kann. Aber bei auf solche Kleinigkeiten achte ich aktuell nicht so. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Aber auch da ist euer Feedback natürlich erwünscht, wenn ihr hier den ultimativen Tryhard sehen wollt. Dann nicht. Und ihr könnt übrigens auch einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, worüber ich quatschen soll. Denn ich kann
dieses Format ja generell auch nutzen, um ein bisschen zu quatschen. Ne? Weil, Anno, klar, ist ein geiles Game, aber ich muss mich jetzt nicht die ganze Zeit nur aufs Game konzentrieren. Wobei der eine oder andere vielleicht denkt, ah, das wäre schön, wenn du das mal tun würdest. Dann würdest du weniger Fehler machen. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Die neue Kapelle wird genutzt, um hier mal das Reich auszubauen. Und mal gucken, wie die Fische. Fische, das ist echt ein knapper Fight die ganze Zeit. Tja. Hier oben hätte ich noch zwei bauen können. Da hatte ich nicht genug Weitsicht. Passt das? Das passt. So, und jetzt passt das auch da. Aber kann ich dann jetzt hier die Fische bauen, die ich bauen will? Oder blockiert das? Ich kann eins, zwei... Ich kann nur zwei bauen, dann ist halt echt wenig. Naja. Doesn't really matter. Könnte das jetzt hier doch einen Ticken schöner machen als gedacht. Zack. Ja, das sieht doch schöner aus. Natürlich ein bisschen wasted. Hier fehlt aktuell die Kohle. Das heißt, ich hole hier die Kohle ab, damit er schon mal zwei im Lager hat. Damit hier die Produktion mal starten kann. Fünf Werkzeuge werden mir fehlen, aber für ein bisschen längere Zeit, weil ich da jetzt gerade das gebaut habe. Ich hätte da wahrscheinlich die zweite Schmiede ein bisschen präferieren sollen. Aber ich kann hier jetzt eben nochmal das holen. Die 30.000 Startgold scheinen mir immer ein bisschen wie Cheaten an. Weil man genau sowas halt hier am Anfang ganz gut machen kann. Aber, Alter, die mögen mich auch alle dadurch, dass ich das tue. Das verstehe ich auch nicht. Statt dass die KI einen dafür hatet, dass man seinen Scheiß nicht selbst gemanagt bekommt, feiern die einen auch noch dafür. So. Fischerei wollten wir noch machen.